Stellt euch vor, das Land ist weiß, die Wege sind undurchdringlich und der Wald ist nah, sehr nah. Irgendwo heult ein alter Wolf seinen Hunger in den frostklaren und sternenbehangenen Himmel hinaus. Die versteckten Stimmen des nächtlichen Waldes reagieren in den verschiedensten Tönen und Geräuschen auf den Ruf der wilden Einsamkeit und schaffen einen Chor der natürlichen Wildheit. Das Dorf liegt irgendwo dazwischen. Die Dächer sind eingeschneit, das Vieh schläft bereits in den niederdeutschen Langhäusern, während auf den leeren Höfen hier und da ein Hund seine Furcht und seine Sehnsucht nach dem Mond und dem wilden Bruder aus dem Wald herausbellt. Es ist kalt. Die Menschen sitzen um das offene Feuer, räuchern Würste, schnitzen Tagesgeschirr und erzählen sich Geschichten, wie jedes Jahr. Winter in Mecklenburg und Vorpommern vor 200 Jahren. Die Tage waren kurz und die Abende lang. Die Kinder saßen um die Feuerstellen herum, welche meistens nur aus Glut bestanden, und lauschten den Erzählungen der Alten. Atemlos, hochrot und völlig verängstigt. Er war kopflos und starrte von der Brücke auf jeden Wanderer im Nebel. Die Kleinen drängten sich an die Älteren. Später im Wald verwandelte er sich in einen Werwolf und fraß ihre Pferde. Wirklich? Die Kinder sahen sich in den großen Tennen der Fachwerkhäuser verängstigt um. Jeder Balken schien lebendig zu werden. Die aufsteigenden Qualmwolken verwandelten sich in Nebelgeister. Und der Schrei der Hauskatze erschien ihnen wie das Echo einer fremden Welt. Und wie geht es weiter? Eine Eule rief. Es ging weiter. Immer so weiter. Jedes Jahr aufs Neue entzündeten die langen Nächte des Winters ihre Fantasie. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Wald, am Rande des Dorfes, sitzt ein Bauer an der offenen Feuerstelle. An seinen Schultern drängen sich zwei Knaben mit roten Wangen und glänzenden Augen und schauen in das bewegte Leben glühenden Torfs. Ab und an blasen sie ihre Wangen auf und bringen die einschläfernde Flamme wieder zurück in das Leben. Der Bauer lehnt sich leicht nach vorn und schüttet sich die herunterfallende Glut von seinem Leinengewand. Die Geschichten, die Sagen, Erlebnisse, die er selbst nicht erfahren konnte, waren für ihn Wirklichkeit. Sie waren sein Leben, das seiner Leute und auch das seiner Kinder. Hexenstein und Spinnenbein, für alles Unwahrscheinliche gab es ein Kräuterlein. Der Aberglaube in Mecklenburg und Vorpommern schlug so manche Wolte und verschreckte jeden, der alles glauben wollte. Auf dem Felde ließ man stets eine Garbe Korn stehen, um die Götter der Fruchtbarkeit günstig zu stimmen.
Einem Kranken gab man Gras zu essen, das unter einem Galgen gewachsen war. Und ein kleiner Kauz wurde als Todesvogel verschrien, weil sein Ruf in den Ohren unserer Vorfahren klang, als riefe er: Komm mit, komm mit. Es war früher Morgen, mitten in Mecklenburg. Ein Waldmann, zurückgekehrt von seiner nächtlichen Pirsch, sah einen Bauern energisch an seinem Scheunentor arbeiten. Neugierig und bestrebt, nicht aufzufallen, näherte sich der bejahrte Mann dem Bauern und erschrak. Mit Hammer und Nägeln schlug der Bauer mit der Kraft des Besessenen auf sein Tor ein. Er nagelte seinen Aberglauben an die Wand. Einen lebendigen Steinkauz. Sein nächtlicher Schrei und der mittelalterliche Wissensstandard unserer Altvorderen auf dem Lande hatten ihn in diese missliche Lage geraten lassen. Kuwit, Kuwit, oder ins Mecklenburgische übersetzt, komm mit, galt als Todesschrei, als Aufforderung, das hiesige Dasein zu verlassen. Die Frage war nur, für wen galt diese Aufforderung? Für jenen, der es hörte, oder für den armen Vogel, der Opfer eines wirklichkeitsfremden Feindes wurde, des menschlichen Aberglaubens? Doch wer weiß das schon so genau? Der menschliche Aberglaube. Was ist das eigentlich? Und wozu dient er? Half er bei der Ernte? Beschützte er die werdende Mutter? Oder heilte er den Kranken? Die Alten glaubten das jedenfalls und legten die absonderlichsten Gedanken in ihren Aberglauben. Dem Aberglauben lag der Gedanke zugrunde, dass er anders sein musste, als der Alltag es ansonsten zuließ. Er musste allem widersprechen, was gewohnt, schmackhaft oder nutzbringend war. Da tranken Kranke die Jauche von Kühen, weil es besonders eklig war. Andere legten Pferdeköpfe unter das Kissen eines Kranken oder sperrten eine Spinne in eine Nussschale und hängten sie um den Hals des Fiebernden. Mehr und mehr Gruseliges, Ängstigendes oder Abschreckendes erfanden unsere Vorfahren. Nun, es soll geholfen haben. Man muss nur dran glauben. Konrad, ein junger Schmied aus Demmin, legte sich nach der Tagesarbeit zur Ruhe und schloss zufrieden die Augen, um sie gleich wieder aufzureißen, als das Spinnennetz über seinem Bett sich zu bewegen begann. Ihm fiel seine Großmutter ein. Flatterndes Spinnengewebe bedeutet eine bevorstehende Hochzeit. Konrad grinste. Seit Tagen juckte ihn sein linkes Ohr. Er wusste es schon. Eine Woche später war er verheiratet und ein Jahr danach Vater. Als er seine Tochter in die Arme nehmen wollte, schalt seine Großmutter: Wehe! Ein Mädchen muss erst die Mutter küssen, sonst bekommt es doch einen Bart! Erschrocken legte er seine Tochter wieder in die Wiege, sah zu seiner Frau und erstarrte. Seine Frau hatte ein kleines Mäuschen gefangen und schickte sich an, ihm mit einer Nadel die Augen auszustechen. Ihr Kommentar: Es zahnt so leichter. Konrad wollte nichts mehr hören und verließ das Haus. Ja, der Aberglaube spielte stets eine große Rolle und wurde ebenso ernst genommen wie die Autorität des Hausherrn zum Beispiel. Das Leben des Bauern spielte sich täglich auf dem Lande ab. Seines, das seiner Eltern, seiner Vorfahren und auch das seiner Kinder. Er kannte den Boden, den er pflügte, den Wald, den er nutzte und die Mühen, die mit seiner Arbeit einhergingen. Mehr brauchte er nicht zu wissen. Sein Blick und mit ihm der seiner Knaben glitt von der Feuerstelle über die Tenne hoch
zu dem Eulenloch oberhalb des Tores. Einzelne Sterne blinkten durch das Loch, verschwanden und zeigten sich wieder. Der Rauch schlich wie ein lebendiger Geist lautlos durch diese Öffnung und belebte die Fantasie der Kinder und der Erwachsenen. Sterne. Sie waren ihre treuen Wegbegleiter, wenn sie des Nachts vom Felde oder aus dem Walde kamen. Den Weg verfehlten sie nie, dank ihrer Erfahrungen, dank der Sterne und ihrer Bilder. Nur grübelte der Mann, warum hatten diese wunderbaren und scheinbar nur ihm gehörenden Sterne lateinische, also fremdländische Namen? Sie waren doch auch Lichter einheimischer, wendischer Götter. Sein Blick erhob sich. Stellen wir uns also vor, dass der nahegelegene Planet Mars nach dem nicht weniger kriegerischen Vagriergott Prove benannt worden sei. Jupiter hieße sicherlich Goderak, nach dem Stammesgott der Kessiner, die um Rostock herum wohnten. Das bekannte Sternbild des großen Wagen wäre das heilige weiße Pferd des Svantevit von Arkona. Und der elegante Schwan würde nach der schönen polabischen Göttin Siva benannt worden sein. Nach einer solchen Folge würde ein heutiges Horoskop vielleicht so klingen. Im Sternbild des Svantevit kreuzen sich in einer günstigen Konstellation der Planet Prove mit dem Planeten Goderak. Achtung! Für alle, die unter dem Sternbild des Weißen Pferdes geboren wurden, bedeutet es für diese Woche, das Geld wird knapp. Unsere Vorväter gingen nun sicherlich vor Ehrfurcht in die Knie und rissen sich die in Stein gehauenen Horoskope gegenseitig aus den Händen. Wir aber verstehen heute kein Wort. Der Vater erhob sich und ging zu den Tieren. Ein gewohnter Gang zur selben Zeit an jedem Tag. Die Kinder schmiegten sich aneinander und lehnten sich nun an die Mutter an, die geduldig ihre zerrissenen Kleidungsstücke nähte. Sie sahen, wie sich der Schatten des Vaters durch seinen Gang und durch das schlängelnde Feuer auf der Tenne hin und her bewegte. Als er wieder auf sie zukam, wuchs der Schatten hinter ihm und wurde größer und größer. Mit jedem Schritt wuchs das schwärzliche Bild über die Tenne und ragte zum Schluss über das Tor hinweg, bis zum Eulenloch in der Giebelung des Hauses. Die Kinder bekamen zunehmend Angst. Und als der Vater endlich wieder vor ihnen stand, schaute er in entsetzte Augenpaare, die ängstlich an ihm vorbeisahen. Erschreckt drehte er sich um. Dann verstand er. Wie ein Riese ragte sein Schattenbild durch das Haus und schürte die Fantasie der ängstlichen Kinder. Riesen! Der Mann nickte verständnisvoll, setzte sich und der Schatten verschwand. Dann holte er sich seine Pfeife aus der Tasche, entzündete sie und sah zu seinen Kindern herüber. Ja, Riesen hatten auch im Lande gelebt. Sie war klug, sie war schön und sie war groß, riesengroß. Ihre Beine standen vor Wustro im Meer und ihr Kopf streifte die Sonne. Hey, Borka, hast du Frisa gesehen? Borka, aus dem Volke der mecklenburgischen Riesen stammend, stand in der Nähe von Neustrelitz und schuf mit seinen Artgenossen die Endmoräne. Ich sah sie vor Wustro Sand schöpfen. Oh, Freier, sie weiß doch, dass sie am Tage Odins nicht zu arbeiten hat. Ärgerlich mit dem Fuße stampfend, machte sich der Anführer der Riesen, in eine schwarze Wolke gehüllt, auf, um Frisa zu holen und zu bestrafen. Als Frisa ihren Anführer auf sich zustürzen sah, stürzte das Riesenmädchen an das Ufer, erzeugte eine Sintflut und ließ ihre Schürze mit dem tonnenschweren Sand fallen. Die Burg Bölko war entstanden. Natürlich war sie nicht die einzige Riesin, die unsere Lande durchstreifte. Es gab viele von ihnen und sie lebten in natürlicher Nachbarschaft mit den Menschen. Sie bauten die Endmoränen, schufen viele Burgen und hinterließen allerorten ihre Spuren. Die Mutter hatte ihre Arbeit beendet und nahm sich einen kleinen Topf mit kochendem Wasser von der Feuerstelle, schüttete getrocknete, wohlriechende Blätter in den Topf und wendete sich wieder ihren Kindern zu, die begierig dem Vater lauschten und weitere Geschichten hören wollten. Trotzdem waren sie nicht ungeduldig. Die Zeit reifte hier in ihrem Leben wie das Korn auf dem Feld. Langsam, geduldig
und erträglich. Der Bauer stand auf. Seine ganze Erscheinung war verändert. Festlich und gutmütig schauten seine Augen zu seiner Familie. Er schien sie aufzufordern, ihm zu folgen. Die Kinder zögerten. Doch nach einem ermutigenden Blick ihrer Mutter erhoben sie sich und drängten zu den Händen des Mannes. Die Frau blieb sitzen und lächelte. Der Bauer nahm seine Kinder, ging zur kleinen Tür im Tor und öffnete sie langsam und vollständig. Das Nachtlicht überraschte sie und der vom Mond erleuchtete Schnee schien sie fast zu blenden. Es war heller, als sie erwartet hatten. Der Schnee breitete sich unberührt vor ihnen aus und ein leichter Hauch warmen Windes berührte plötzlich ihre Wangen. Verdutzt sahen die Kinder zu ihrem Vater hoch, doch der lächelte nur und wies in Richtung Wald. Es war kurz vor Mitternacht und es war die Zeit der Sonnenwende. Die Kinder sahen nun, was er meinte. Ein großes Feuer stieg schnell und bestimmt in die Höhe, beleuchtete den Waldrand und erwärmte den Schnee, während sich viele Gestalten um dieses Feuer zu versammeln schienen. Leise Musik drang aus der Ferne zu ihnen. Nebel löste sich aus den Niederungen und stieg langsam in die Höhe. Es war ein ungewöhnlicher Nebel. Er verformte sich durch den Aufprall warmer und kalter Luft und schien Gestalten zu bilden, bewegte Gestalten aus der Vergangenheit. Die Kinder erschraken. Wenn es kalt wird und der Nebel aus den Niederungen steigt, erscheint sie. Die weiße Frau aus der Lebitz, Frau Wode. Ihr Körper ist ebenso weiß wie durchsichtig. Der Klang ihrer Stimme wirkt wie ihre Erscheinung, fremdartig. Sie gilt als schön und schreckenserregend zugleich. Mal sieht man nur den Kopf von ihr, mal nur den Arm. Mal reitet sie wie die wilde Jagd über die Heide und ein anderes Mal zerreißt sie die Leinen der Frauen auf ihren Höfen. Doch immer hangelt sich die alte Gestalt aus einer göttlichen germanischen Zeit durch unsere Köpfe und erzeugt in den Windungen unserer Fantasie weitere Produkte ihres Wesens. Frau Wode, der Kinderschreck der Lebitz. Frau Wauer, die bleiche Schönheit aus der Niederung. Die Olfruwurf, die leibhaftige Gestalt einer wilden Jagdsaga. Gelebt hatte sie nie. Sie, das einsame Produkt mehrerer Völker und Zeiten. Wozu auch? Die Kinder erschauerten und klammerten sich an den Vater. Ängstlich schauten sie zu ihm hoch und bekreuzigten sich heimlich. Warum zeigte er ihnen das alles? Doch der Bauer hielt seine Söhne fest an der Hand und ging mit ihnen in den Schnee hinaus, direkt auf das große Feuer zu. Es stand auf dem Brandenberg und beleuchtete in weiter Runde das unten liegende Dorf, die hier versammelten Einwohner, die verschneiten Felder, den schwarzen Waldrand und die Ufer des Sees. Irgendwo wurde getanzt. Direkt vor ihnen, auf der anderen Seite des Brandenbergs, erstreckte sich der See. Sie kannten ihn, hatten sie doch in seinen Uferbereichen schwimmen, tauchen und angeln gelernt. Doch jetzt, mitten in der Nacht, erleuchtet vom Mond den schneeigen Feldern und durch die große Flamme beunruhigt, jetzt sah er anders aus. Er war groß. Er wirkte geheimnisvoll, eine Nebelbank lag dünn auf ihm. Die Kinder schrien auf, genau dort, wo sich das Mondlicht mit der Wasseroberfläche traf, dort, wo das Licht der Flammen diesem Spiegelbild Leben einhauchte, dort schien sich der Nebel zu bewegen und eine weiße Gestalt zu bilden. Mitten im See. Ihr Kleid war weiß, ihre Form gestaltlos. Der nächtliche Wind spielte mit den einzelnen Faltenwürfen des leichten Stoffes und bewegte den regungslosen Hauch wie einen Traum. Die Spiegelung ihrer Erscheinung im gekräuselten See zeugte von dem, was wir glauben zu sehen. Einmal im Jahr, lange zuvor. Die Priester rückten enger zusammen, während das Volk in Ehrfurcht erstarrte. Ein Opfer. Überall flackerten die Feuer und die Herzen der Geängstigten. Das Ende des ersten Jahrtausends näherte sich und die Angst vor der prophezeiten Apokalypse des Johannes näherte ihre Herzen. Das Blut des Opfers im weißen Kleid tropfte vom Hals und füllte langsam die goldene Schüssel. Aus Furcht vor der nahen Ungewissheit schickten die abergläubischen Menschen ihre Schönste zu ihrem Gott,
um Hilfe zu erlangen. Ihre Gestalt wurde so zeitlos. Ihr Leben eine Sage. In den Händen trug sie eine goldene Schüssel. Das weiße Burgfräulein vom Recknitztal. Die kleinen Zwerge, die Kinder, sahen zu ihrer Mutter hoch und lehnten sich zu beiden Seiten an sie. Abgehärmt sah sie aus. Die Arbeit auf dem freien Lande hinterließ Spuren und verlangte ihren Tribut. Dennoch, ihre Augen, ihre verhärteten Hände, ihr ganzes Wesen strahlte Liebe, Geduld und Unduldsamkeit aus. Sie hatte das Haus fest im Griff, und wenn es Sorgen abzuschütteln galt, gingen die Kinder so manches Mal eher zu ihr als zu ihrem Vater. Die Mutter kannte alle Kräuter des Waldes. Sie wusste Rat, wenn es galt, das Nesselfieber zu besiegen. Sie half ebenso bei der harten Arbeit mit, wenn Not am Manne war, wie sie den großen Kochlöffel schwang, um das Essen zu bereiten. Sie war der Mittelpunkt der Familie. Als Mädchen hatte sie wenig Zeit gehabt, um mit dem Kleid den Tanzboden der Dielen zu fegen. Viel zu früh begann der bäuerliche Alltag für sie. Die Kinder sahen über das Feuer hinweg zu ihrem Vater, der sich zurückgelehnt hatte, um das Bild seiner Familie besser in sich aufnehmen zu können. Sein Gesicht drückte Dankbarkeit aus. Für ihn war es das älteste, das selbstverständlichste und das beruhigendste Bild der Welt. Frauen wie die seinige galten seit alters her als das Oberhaupt der Familie, der Sippe und des Hauses. Der Vater blickte seine Frau zufrieden an. Aus ihren Augen schauten all die Frauen, die lange vor ihr denselben Weg gegangen waren. Frauen wie die fürstliche Spinnerin von Hittensee. Drittes Jahrhundert unserer Zeit. Es ist der Geist, der weiterlebt. Und so lag sie in einem Henkelgussgefäß und war nur noch ehrbare Asche. Die Sippe umstammt das letzte Bett ihrer alten, angebeteten Mutter und glaubte noch den Singsang zu hören, der sie immer bei ihren Spinnarbeiten begleitete. Sie war das Zentrum der Sippe. Sie war Ratgeberin und letzte Instanz. Sie war die gute Seele und der Trost eines jeden Einzelnen, so er ihn verdiente. Die Sippe dankte es ihr mit kleinen Geschenken, großen Augen und tiefer Ehrfurcht. Was für eine Frau. Sie gaben die beiden Spinnwirtel mit, damit ihre Ruhe des Diesseits auch im Jenseits durch stille Tätigkeit ausstrahlen könne. Das beigefügte Kästchen mit Schmuck und Edelmetall wirkte gegen diese Spinnwirtel wie irdischer Tand einer nichtigen Welt. Sie kannte ihren Wert und alle wussten es. Die Spinnerin von Hiddensee. Noch immer starrten die Bauern entgeistert auf den See. Ihre Blicke hingen gebannt an dieser Erscheinung und sie wagten es nicht, sich zu rühren. Es ist doch nur Nebel. Verflucht sei diese Ungewissheit. Ist es nur Nebel? Nach und nach löste sich die Erscheinung des Sees und die Wärme stieg wieder in ihre Glieder und in ihre Augen. Einer von ihnen sah zu den Bauern mit den Kindern herüber und lächelte ihnen zu. Die Kinder lächelten zurück und drückten sich an ihren Vater. Sie kannten den Mann gut. Es war ein Bauer, der einst seinen Hof auf der Insel Pöhl besaß und jetzt bei ihnen im Dorf eine neue Heimat suchte. Alle mochten ihn und er lebte schon lange bei ihnen. Dennoch galt er immer noch als ein Fremder. Warum er seinen Hof auf der Insel Pöhl verlassen hatte, blieb für sie ein Geheimnis. Er war Insulaner, das wussten sie, und er kannte sich mit Haken, Ösen und Fischerbooten ebenso gut aus wie mit Pflug, Pferd und Booten. Der Pöhler sah in die Runde der schweigsamen Bauern und sein Blick blieb wiederum an den Kindern hängen. Auf dem Haff, seine Gedanken schwirrten schwerfällig in seine eigene Vergangenheit, auf dem Haff gibt es viele Lichter. Die Bauern steigen oft mit Blüßlichtern des Nachts in ihre Boote zum Nachtfang. Man nannte sie die Blüser. Ein beeindruckender Anblick, wenn dutzende Lichter das Haff erleuchteten und faszinierende Spiegelungen auf der Wasseroberfläche erzeugten. Doch wie überall, wenn die Nacht greift und die Ängste entstehen, wachsen Sagen. Sagen wie die vom ewigen Blüser.
Gewitter vor Pöhl. Lange her. Die Menschen suchten Schutz in der Kirche und hörten die segnenden Worte ihres schon von Berufswegen dafür zuständigen Herrn. Ihr Leben war hart, ihre Einkünfte niedrig. Fischen war neben ihrer bäuerlichen Existenz ein geringer Nebenverdienst. So zogen die Männer des Nachts nach vollbrachtem Tageswerk auf Salzhaff und lockten die Aale mit Hilfe eines Blüßlichtes. Jede freie Stunde zogen sie hinaus. Nur zur sonntäglichen Predigt war es ihnen verboten. Diese Stunden waren heilig. Als dann eines Sonntags einer von ihnen glaubte, die Allsicht seines Herrn umgehen zu können und dennoch hinausfuhr, um zu fischen, schlug das Gottesgericht zu. Ein Blitz tötete den Mann und schickte ihn auf seinen letzten Fischfang, und zwar für die Ewigkeit. Seitdem glauben die Pöhler, den ewigen Blüser vor sich zu haben, wenn ein Irrlicht über das Haff schaukelt. Bis heute. Die Bauern sahen sich an, schneuzten sich und seufzten schwer und verständig. Ja, sie wussten, was die Natur ihnen manchmal aufzuerlegen imstande war. Gefährlich wurde es immer dann, wenn die ungepflasterten Wege durch einen tagelangen Platzregen mit Sumpflöchern durchwachsen waren, so dass sie ganze Wagen verschlingen konnten. Wenn sie in der späten Herbstzeit auf einen hungrigen Bären stießen oder ein Rudel ausgemergelter Wölfe ihren Pfad kreuzte und sie sich allein mit ihnen wussten. Nur ihre innere Stärke, ihr Selbstbewusstsein und ihre Erfahrungen retteten sie vor den Gefahren und den Mühen der Natur. Manchmal half nichts mehr. Als sich der Schmied auf einer seiner Reisen auf der Insel Usedom aufhielt, begegnete er einem alten Hirten, der mit seinem Enkelkinde mehrere Tage unterwegs war, um die Schafe ihres Herrn auf den saftigen Wiesen der Waldränder weiden zu lassen. Nachts saßen sie dann zusammen am Feuer wie sie hier, während der alte Hirte dem Schmied und seinem Enkelkinde Sagen aus seiner Umgebung erzählte. Dabei fiel dem Schmied auf, dass der Alte seine Geschichten stets auf jene urwüchsig typisch ländliche Art erzählte, dass Zweifel an seinen Erzählungen ausgeschlossen waren. Als der Alte den Greif von Bansin beschrieb, schien er dabei gewesen zu sein. Der alte Mann warf einen Scheit Holz in das Feuer nach. Sein graues und verfilztes Haar glänzte matt im Mondesschein, während sein steinaltes Haupt sich in Richtung Feuer verneigte, als erlebte er alles noch einmal. Er hatte den Körper eines Löwen und die Ohren eines Hundes. Sein Kopf und seine Vorderläufe glichen ansonsten denen eines Adlers. Sein Enkel erschauerte. Seine mächtigen Schwingen peitschten die moorige Umgebung und bemühten sich, die Lüfte zu erreichen. Endlich erhob er sich. Das Feuer ging langsam dem Ende entgegen. Jeder Flügelschlag war ein Gewitter, jeder Schrei ein Groll, jede Bewegung eine Unendlichkeit, seine Seele ein einziger Schirm. Der Junge starrte seinen Großvater an. Es wurde unser Wappentier. Es wurde der Schirmherr Vorpommerns. Und es war der Greif von Bansin. Nicht nur das Enkelkind des Hirten erschauerte, denn unwillkürlich schauten alle in den Himmel. Die Dorfbewohner saßen immer noch um das Winterfeuer herum, tranken Dünnbier und warteten auf die Mitternacht. Die Gemeinschaft, in der sie sich alle befanden, war ihre eigentliche Familie. Wie in den Zeiten urzeitlicher Sippen lebten sie zusammen, halfen und beschützten sich, entwickelten eigene Sprachen und eigene Sagen. Die Sage von dem Greifen, dem Wappentiere Vorpommerns, aber kannten sie noch nicht. Viel zu weit weg liegen diese Ereignisse von ihnen und dennoch fühlten sie sich berührt von diesem unwirklichen Fabelwesen. Wie alles, was unwirklich ist, hatte auch dieses Wesen sofort seinen festen Platz in der Fantasie ihres Aberglaubens. Das Wappentier ihres eigenen Landes dagegen war ihnen allen sehr geläufig. Der Auerochs oder auch der Uhr ist ihnen zwar selbst nicht mehr begegnet, doch zu frisch sind die Erinnerungen ihrer Vorfahren, als dass sie sie vergessen könnten. Ein gewaltiges Tier mit Hörnern so groß und so stark wie eine Pflugschar. Alle Augen richteten sich wieder auf den Schmied,
der eine Pfeife hervorzog, sie langsam stopfte, entzündete und genüsslich mehrere Züge tat, ehe er sich ihnen wieder zuwendete. Wie ging es mit dem Wappentiere Vorpommerns weiter? Lebte es noch? Hatte es je gelebt? Und wo war sein Hort? Der Schmied schaute wieder zu den Kindern herüber, die immer noch mit glühenden Wangen und glänzenden Augen an der Schulter ihres Vaters lehnten und geduldig auf weitere Geschichten warteten. Er nickte leicht in sich gekehrt, und vor seinem Auge entstand wieder das Bild, das der alte Hirte von dem Greifen mit Worten gemalt hatte. Und hierher soll ich die Kinder der umliegenden Dörfer verschleppt haben, um sie meiner Brut als Fraß hinzuwerfen. Der Greif vom Trassenmoor auf Usedom schüttelte traurig seinen mächtigen Kopf. Sein Schnabel hatte die Farbe des Tausendjährigen angenommen, seine Augen die der Zeitlosigkeit. Sie machten mich zu ihrem Wappentier und gleichsam zu ihrem Schreckgespenst. Ich fräße ihre Kinder. Wie konnten sie nur? Die Menschen fanden während des Torfabstiches das, was sich seit alters her auf natürliche Weise im Trassenmoor gesammelt hatte. Knochen. Knochen von Riesenhirschen, von Rentieren, von Pferden, Bären, Bibern und anderem wilden Getier. In Unkenntnis und ängstlicher Bedrängnis machten sie daraus meinen Zufluchtsort, meinen Hort. Das war damals. Später kamen jene Mütter, die ihre Kinder vor dem Moor schreckten mit den Worten: Dort wohnt der Greif, er frisst euch. Ich würde gerne die Mütter dieser Lüge fressen. Doch leider existiere ich nicht mehr. Wesen einer anderen Welt, Kinder der Nacht, Seelen unserer Fantasien. Und dennoch scheinen auch sie, unabhängig von all dem, ein eigenes Schicksal zu haben. Sie leiden Schmerz, können sterben, sie haben eine eigene Seele. Unruhe kam in die bäuerliche Runde und die Kinder sahen, wie sich ein Bauer nach dem anderen erhob und dem Feuer einen Schritt entgegentrat. Auch ihr Vater erhob sich und forderte die Kinder auf, seinem Beispiel und dem der anderen zu folgen. Es war soweit. Die jungen Leute des Dorfes bildeten nun einen großen Kreis um das Feuer, fassten sich an den Händen und begannen unter einem allgemeinen Singsang schneller und schneller um das Feuer zu tanzen, während eine Drehleier und ein Dudelsack das Stampfen der Füße und das Schreien der begeisterten Tänzer begleitete. Das alte Jahr ging zu Ende und das neue wird ebenso viele neue Sagen und Geschichten bringen wie Mühen, Dramen und Schönes.